Leute, ich habe hier Militärkisten von der Armee und schauen wir mal rein, was da drinnen ist. Da ist ganz schön viel Zeug drinnen. A-Bomb, da ist ein Stealth-Bomber drauf und ich habe Viper 3, also Viper 5, Virus 4, Viper 12, Apache Warrior. Und natürlich habe ich auch noch hier die Corona Delta. Schauen wir mal jetzt durch, wie viel diese Kisten hier eigentlich aushalten. Okay, als erstes ganz einfach nur ein Funke Geysir Kaliber A, damit da sehen wir mal, wie das grundsätzlich ausschaut, wenn da drinnen irgendwas passiert. Ups, gut geschützt, ja, gut geschützt. Also das alleine war jetzt ganz schön schwer zu öffnen. Da ist ein Vakuum drin entstanden, denke ich mal. Das hat ja da auch seinen Gummi, also das ist ja luftdicht dann eigentlich. Also ja, das war allein schon ziemlich heftig. Okay, dann schauen wir uns mal die Jorge Smoke Bomb an. Du Depper, das kommt überhaupt nicht raus. Oh mein Gott. Das habe ich nicht erwartet, dass da echt überhaupt nichts rauskommt. Ach du Scheiße. Fuck! Schaut aus, als hätten wir es blau angemalt. Also jetzt tun wir da nicht mehr lange herum. 1000 Schusskette von Glasek, Blitzknallsatz. Das wird sicher arg werden. Der ganze Dreck hat sich schön drinnen angesammelt. Also wenn man wirklich schön ordentlich zünden will, und dann muss man das gar nicht aufräumen. Da ist das da schön, schön gleich automatisch aufgeräumt. Okay, neue Kiste, neue Corona-Variante. Testen wir einen normal zuerst nur. Ja, geht so. Sollte die Kiste nicht zerstören, aber das wollen wir jetzt eh noch nicht. Keine Gefahr. Nicht viel übrig geblieben. Aber das Plastikstück? Plastikstück schon. Ja. Da weinen die Umweltschützer und die Grünen und die Greta Thunberg. Machen wir mal weiter mit den Apache Warrior von Panther. Ein absoluter Klassiker. Aber es sind die kleinen mit der Zündschnur. Viel zu schwach für diese Kisten sind diese Böller. Erst einmal einen normal testen. Als nächstes kommt der Mr. Boom 2 von Pyro Bandits. Zuerst schieße ich einen normal. Ja, das ist schon ziemlich brutal. Das wird die Kiste zerstören. Das war brutal. Ja, das war's dann wohl mit dieser Kiste. Das war schon zu stark. Jetzt kommt A-Bomb, der mit dem B2 Spirit Stealth Bomber. US-Militär. Deckel aufgesprengt, super. Als nächstes haben wir schon die Tara Number One. Den machen wir einfach so.
Okay, dann müssen wir noch einen zünden. Ja, diese Kisten eignen sich tatsächlich wirklich gut. Wenn die so verbogen sind, geht es trotzdem noch. Das ist eigentlich ziemlich cool. Jetzt lassen wir mal einen hochfliegen. Ja, das war ziemlich hoch. So, und jetzt das Finale der Viper 12. Ich hätte auch noch einen Virus 4, aber irgendwie ist der Viper 12 doch irgendwie cooler, oder? Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr lieber den Virus 4 gesehen hättet. Okay. Alles weg. Hier ist nur der Deckel. Das ist aber noch von vorher. Wo ist die Kiste? Das könnte überall sein. Aber da vorne, glaube ich. Oh mein Gott, komplett zerlegt. Bist du deppert. Tödlich. Absolut tödlich. Virus 4 kommt jetzt noch da irgendwie in der Erde drinnen. Ist ziemlich weich, die Erde. Das wird ein richtiger Krater werden. Wow. Auf die Seil. Ich weiß nicht, Bruder. Wo schaust du hin? What the fuck?